Mein neues Restaurierungsobjekt, ein Brandschrank, und zwar in Esche. Vom Stil her Spätbiedermeier, der ist aber später gebaut worden. Anhand der Beschläge sieht man so um 1880, also Historismus. Ja, das stand jetzt aber auch wirklich sehr auf der Kippe. Restaurieren oder zersägen, entsorgen. Da gibt es also eine Geschichte zu. Den habe ich vor, ja, kann schon 10 Jahre her sein, von einem Kunden geliefert bekommen. Ich sollte ihn restaurieren. Das Problem hier ist nicht der Holzwurmbefall, der schon ziemlich stark ist, wenn man sich das hier mal so genauer anschaut, sondern weil innen drin Behälter mit Öl gelagert worden sind. Also Autoöl, Schmieröle, Altöl. Und das sah dann wirklich hier innen drin so aus. Also getränkt mit Altöl überall. Also da habe ich jetzt dann schon an 2 Teilen die Böden rausgenommen und 2-mal die Rückwände, weil alles wirklich sehr dunkel und getränkt war. Und riecht natürlich auch entsprechend dann. Ja, da habe ich dem Kunden erstmal gesagt, also das würde sich nicht lohnen. Zu aufwendig das Ganze. Dann hat der Kunde den Brandschrank hier gelassen. Und ich habe dann doch erstmal, bevor ich dann nicht auseinanderschlagen wollte, doch erstmal die Teile, die stark getränkten Teile rausgenommen und ihn erstmal dann beiseite gestellt. Aber irgendwann muss man sich ja mal entscheiden. Restauriere ich ihn jetzt oder lasse ich es sein? Ich habe mir jetzt mal alles genau angeschaut und habe aber auch mal eine Probeleiste hier gelaucht, wie weit sie jetzt sauber wird oder ob sie das Holz verfärbt, denn ich hatte bei Esche auch schon Probleme, wenn ich da mit Lauge bzw. auch mit Bleichmittel dran gegangen bin. Die sieht aber ganz gut aus und das ist für mich auch die einzige Möglichkeit mit einer Lauge, also mit Natriumhydroxid, hier Reste herauszubekommen, denn es sind immer noch einige Reste drin, einige Bretter, die zwar nicht so stark getränkt sind, aber es muss ja irgendwie sauber werden, es darf vor allen Dingen nicht riechen, sonst würde ich den ja nie verkaufen können. Ja, so ein Brandschrank nennt man uns hier im Hessischen, so ein sozusagen aus 3 Truhen übereinander gestelltes Möbelteil. Brandschrank, ja, soll eigentlich sein, weil man in einem Brandfall eben diese Teile schnell austragen kann, denn meist war das wertvolle Leinen hier, wurde hier gelagert. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob dann die Leute nicht lieber das Leinen rausgenommen haben und dann aus dem Fenster geschmissen haben, als diese schweren Truhen jetzt, die auch nicht leicht sind, aus dem Haus zu transportieren. Aber egal, auf jeden Fall gibt es diese hessischen, oder ich weiß nicht, ob es nur hessischen sind, aber ich kenne sie hier aus dem Hessischen sehr häufig schon gehabt. Meistens sind sie in Eiche, selten ein Weichholz, wie ich selber einen in meiner Wohnung stehen habe, und ganz selten eigentlich auch wie hier in Esche. Wo wir gerade bei Esche sind, wie erkenne ich denn eigentlich, dass es Esche ist? Also es gibt 2 Dinge, auf die man mal schauen sollte, wenn man sich nicht so ganz sicher ist. In Esche, also ich gehe jetzt von außen, bei alten Möbeln, in Esche ist ja meistens auch der Holzwurm drin. Überall sieht man eigentlich hier Holzwurmbefall. Das haben wir zum Beispiel in Eiche schon mal nicht. Denn in Eiche geht höchstens der Holzwurm in den Splintholzbereich bei Möbeln. So dass wir also im Kernholz also eigentlich keinen Holzwurmbefall haben. Das ist schon mal ein Kriterium. Und ein zweites wäre, dass wenn man Eiche, alte Eichenmöbel hat, dann sieht man eigentlich immer irgendwo Spiegel. Ich habe hier mal ein Eichenschränkchen. Diese Spiegel hier, die Markstrahlen im Eichenholz, die sind meistens auf einer bestimmten Schnittebene ja zu sehen. Irgendwo sieht man dann meistens solche Spiegel. Hier sind auch welche, hier zwar nicht in der Füllung, aber irgendwo sieht man sie. Diese Markstrahlen, ganz typisch für Eichenholz. Denn nicht immer sieht die Esche so hell aus. Hier ist ja schon mal, mit Abweißer behandelt worden. So wird sie ja nachher aussehen. Aber oft ist sie auch so dunkel, dass man wirklich gar nicht auf den ersten Blick erkennt, ist jetzt Eiche oder Esche. Denn die Maserung ist eigentlich fast identisch oft mit der von Eiche. Es war auf jeden Fall ganz wichtig für mich,
dass ich mich jetzt für diese Restaurierung entschieden habe, dass alle Holzteile vorhanden sind. Also die waren jetzt zum Teil schon abgefallen, hier an den Ecken, hier unten. Und auch die Profilleisten sind zum Glück auch noch alle da. Füße sind da, die Griffe sind da, originale Beschläge, originale Schlösser. Nur die Schlüssel fehlen. Aber ich habe ja so noch genug Holzarbeiten durch Rückwand und Böden. Aber all das muss man ja berücksichtigen, bevor man jetzt sagt, okay, das lohnt sich oder das lohnt sich nicht. Das Besondere ist natürlich hier wirklich das Eschenholz. Also, da wollen wir mal schauen, ob wir das wieder hinbekommen. Vor dem Laugen ist es natürlich wichtig, alle Metallteile zu entfernen. Gerade bei Eiche hat man sonst ganz schnell dunkle schwarze Läufer, die kaum wieder abzubekommen sind. Hier bei der Esche und Weichholz ist es eigentlich nicht so gravierend, aber man muss ja ohnehin die Beschläge nachher säubern, also macht man sie ab. Es gibt manchmal auch ein paar neue Erkenntnisse oder neue Arten, wie man das bewerkstelligen kann. Deswegen zeige ich hier nochmal etwas, denn da gibt es ja auch schon ein Video drüber. Nägel und Schrauben entfernen. Also wichtig ist natürlich immer, die Schlitze erstmal richtig schön sauber zu machen, bevor man da mit einem Schraubenzieher reingehen kann. Aber Esche ist schon wirklich ein hartnäckiges Holz. Da gehen manche Schrauben gar nicht raus. Ja, was kann man außer Hebelwirkung noch machen? Das zeige ich jetzt hier. Nämlich, indem man so eine kleine Diamantscheibe nimmt. Es gibt dünne Diamantschleifscheiben, die kann man in die Bohrmaschine oder andere Geräte spannen und kann damit den Schlitz etwas vergrößern oder vertiefen eher. Das geht natürlich nicht immer, aber hier bei den Zapfenbindern klappt es, ohne jetzt dann noch andere Stellen im Holz oder so zu verletzen, bis dann der Schraubenzieher vernünftig greifen kann wieder. Eine Rückwand konnte ich erhalten, musste sie aber abnehmen, um besser laugen zu können und um auch einen Span einsetzen zu können. Ja, 38 Nägel, das ist schon eine ganze Menge. Aber es hat sich immer wieder gezeigt, dass so ein spitzer Seitenschneider doch ganz gut hier ins Weichholz eingreifen kann und man dann doch die Nägel recht zügig hinausbekommt. Auch die eisernen Truhengriffe habe ich vor dem Laugen entfernt. Normalerweise sind sie mit solchen spitzen, eingeschlagenen Splinten am Objekt befestigt. Aber hier sieht das ganz anders aus. Habe ich auch vorher noch nie so gesehen. Man hat hier solche Eisen- oder Halbeisenstangen gebogen und sie dann mit einem Gewinde versehen. Und dann natürlich eine Schraube dort aufgedreht. Hier sieht man mich jetzt in voller Montur bereit zum Laugen. Darüber habe ich ja auch schon mal ein separates Video gedreht und gezeigt, wie wichtig eine vernünftige Sicherheitsausrüstung ist. Sonst sollte man wirklich das lieber einem Fachbetrieb überlassen. Und hier jetzt beim Abspritzen mit dem Hochdruckreiniger bin ich auch froh, wenn ich immer aus dieser Tour raus bin, denn das Atmen darin ist doch nicht so angenehm. Also gäbe es keinen Haut- und Knochenleim, würde ich erst gar nicht anfangen, hier so ein Objekt zu restaurieren. Man kann da einfach so viel mitmachen. Gerade hier so stark von Holzwurm befallene Stellen oder hier so Brüche, einfach hin und her wackeln, der Leim zieht sich von selber da rein. Und wir haben nachher eine Stabilität wie bei unversehrtem Holz. Beim Kitten will ich jetzt hier mal keinen Schleifstaub nehmen, sondern ganz was anderes. Denn ich werde immer wieder gefragt, ob ich nicht auch Schleifstaub zu verkaufen hätte. Habe ich aber leider nicht, weil wir auch nicht so viel Schleifstaub haben. Dann habe ich dann verschiedene Sachen ausprobiert, was man eventuell auch noch nehmen könnte. Also wie zum Beispiel jetzt Vollkornmehl
Ich weiß gar nicht, was ich alles noch genommen habe, aber ich bin da irgendwie auf die Idee dann gekommen, konntest du auch mal mit Lehm probieren, also jetzt fein gesiebter Lehm, 1 Millimeter durch 1 Millimeter Netz durch, weil ja auch Lehm schon an sich überhaupt ein Bindemittel ist und man ja auch Erdpigmente kennt, also habe ich das schon dann an einigen Stellen versucht und also das ist wirklich genauso gleich, als wenn ich Schleifstaub nehmen würde. Lässt sich genauso gut schleifen, wird richtig hart. Deswegen will ich jetzt hier mal eine ganze Seite damit kitten. Weil hier sind auch sehr viele Holzformlöcher. Also alle einigermaßen flüssig, damit es auch wirklich hier gut in die ganzen Löcher reingeht. Bereits wenige Minuten nach dem Auftrag kann man diesen Kit schon wieder abnehmen, je nachdem wie warm die Werkstatt ist. Und denn es handelt sich ja um die Shellac-Stammlösung, vermischt mit Lehm oder eben Schleifstaub. Und da diese Stammlösung größtenteils aus Alkohol besteht, kann man sie natürlich auch wieder gut mit Spiritus oder Alkohol abnehmen. So bleibt dann nur der Kit in den Löchern und man hat schon wieder eine relativ saubere Oberfläche. Man könnte natürlich auch das Ganze drauf lassen, dann wird es ganz hart und man kann es am nächsten Tag abschleifen. Das geht auch. Mal handhabe ich das so und manchmal so. So, beim Herausnehmen der Füllung. Ja, ist mir jetzt erstmal hier der Zapfen schon mal sehr bröselig gewesen und den habe ich schon mal neu getränkt mit Leim, also jetzt wieder stabil, aber jetzt ist beim weiteren Bearbeiten der andere hier ganz abgebrochen und man sieht ja auch, uiuiui, das ist natürlich okay. Also, ja, ich glaube, ich werde das ganze untere Teil hier doch ersetzen jetzt. Das ist einfach jetzt an beiden Seiten so defekt, dass ich das Ganze neu mache. Zum Glück besitze ich einiges an Altholz, hier von einem alten Eschetisch, sodass ich dieses Rahmenstück ersetzen konnte. Hier bin ich jetzt auch schon beim Hobeln der Nut mit dem Nuthobel am neuen Rahmenstück. Es ruckelt zwar ein bisschen, weil er nicht so ganz scharf ist, aber wenn ich mir jetzt dann hier die Nut des alten Stückes und des neuen ansehen, passt das schon. Hier jetzt das fertige neue Rahmenstück, noch nicht eingeleimt und farblich noch nicht ganz so passend, aber nachher war es so, dass es wirklich optimal zum übrigen Rahmen passte. Leider blieb es nicht bei diesem Ersatz, sondern es waren noch weitere Stücke notwendig, die gar nicht mehr zu heilen waren. Hier ein Rahmenstück, das habe ich dann schräg abgesetzt und dann ein neues Schlitzstück sozusagen angeleimt. Und auch hier eine untere Leiste war einfach zu fertig, auch die habe ich ersetzt. Bei so einem starken Befall wie hier an dem Rahmen der Türe, da muss man natürlich erstmal mit Haut- und Knochenleim-Kit arbeiten. Denn da würde ein Shellac-Kit doch zu schnell wieder ausbrechen. Aber das weiße Wasser hier in diesem Gefäß, dann hier einen Topf Leim, dazu Schleifstaub, dann bleibt das Ganze schön flüssig und geliert noch nicht.
habe natürlich gestern oder vorgestern schon hier erstmal eingelassen mit Hautknochenleim das Holz, dass es sich vollzieht damit. Und jetzt ein Kit da drüber. So, ist aber gut 10 Minuten später. Es ist ja schon so weit angetrocknet, dass man jetzt hier schön den Überschuss abnehmen kann. Das geht zwar auch noch morgen, aber morgen wird das schon wieder schwieriger werden. Also auch hier arbeite ich mit wirklich heißem, sehr heißem Wasser. Deswegen habe ich so einen dicken Handschuh auch an. Also das Wort ist nicht penibel sauber, denn auch Holz kann das, Überholz kann auch Leimkit vertragen. Also es macht nichts, wenn das da drauf bleibt. Stört auch nicht später den Schellack oder dem oder das Wachs macht auch nichts aus. Ich werde dann wohl morgen nochmal mit Schellackit nachkitten. Aber jetzt habe ich erstmal eine richtig gute Grundlage, sodass auf gar keinen Fall mehr hier irgendwie Holz ausbrechen kann, weil das wirklich jetzt sehr stabil ist. Um aber eben eine glatte Fläche zu bekommen, bin ich wische jetzt auch wieder einen Teil ab vom Leimkit, werde ich dann nochmal mit dem Schellackit hier nachkitten. Auf dieser Türe hatte ich jetzt auch gestern oder vorgestern einen Kit aus Haut- und Knochenleim aufgetragen, danach abgewischt, sodass ich jetzt auf jeden Fall hier eine sehr große Stabilität habe. Natürlich dieser Haut- und Knochenleim geschwunden, das Wasser ist weg, jetzt haben wir wieder so leichte Riefen oder Löcher hier und die kitte ich jetzt mit diesem Schellackit zu. Der ist ja wesentlich weicher auch, aber er soll jetzt ja auch nur optisch bewirken, dass die Löcher nicht mehr zu sehen sind. Da nimmt man dann eben so eine Stammlösung, das ist jetzt hier eine nicht entwachste. Da wird der Kit so, also etwas dunkler, wenn man jetzt diese Stammlösung nimmt, die entwachst ist und entfärbt, ist der Kit etwas heller. Ich habe festgestellt, dass sogar jetzt dieser helle Kit hier, also optimal, hier passt zum Eschenholz. Man könnte natürlich auch diesen Kit einfach ein bisschen mit Titanweiß heller bekommen, braucht man nur ein bisschen Pulver reinmachen, ganz wenig, eine Messerspitze, das ist gleich wesentlich heller. Da muss man halt schauen, wie es einem auch gefällt. Man muss einfach immer mal abwarten, wie der Kit wirkt, wenn er trocken ist. Hier sieht man nun die Verleimung eines neuen Bodens aus Altholz. Da brauchte ich ja 3 neue Böden. Das war jetzt keine große Aktion, denn die Zinkung war ja im Prinzip zur Hälfte schon vorhanden. Ich brauchte jetzt nur die Bretter auflegen und die Schwalben anreißen und ausstemmen bzw. aussägen. Die Böden habe ich dann wieder eingeleimt. Hier hobel ich jetzt gerade einen Falz an der dreiteiligen Rückwand an mit einem Falzhobel. Ich benötige ja 2 neue Rückwände. Ich bin jetzt gerade beim Befestigen der Rückwand.
Sie besteht aus drei Brettern, die zusammengeleimt sind jeweils. Und Sie haben ein Falz. Das mittlere hat sogar zwei Fälze, sodass Sie hier jetzt übereinander stehen, die Fälze. Und dadurch natürlich keine Fuge entsteht. Und ich kann das Ganze noch bewegen, einen Zentimeter ungefähr. So kann jetzt also dann diese Rückwand, die ja jetzt nicht Rahmen und Füllung hat, sondern eben so in der Breite schwinden und quellen muss, können, ist eigentlich so das Ideale, wenn man das so mit Felsen dann macht. Ich schraube sie allerdings auch, nicht nageln, sondern dass man sie auch nochmal auswechseln könnte, im Notfall, halte ich doch dann für besser. Ja, nun würde ich sagen, der Lohn der Blut ist ja tatsächlich mein Akkuschrauber. Ja, habe ich mir aber nicht gekauft, sondern das von meinem Sohn. Aber weil ich jetzt ja hier tatsächlich eigentlich so drei Maschinen brauche, einmal um die Löcher vorzubohren, dann um mit dem Versenker zu arbeiten und schließlich dann hier die Schrauben einzudrehen, habe ich dann ganz, ist ganz gut, wenn man drei Maschinen hat. Da habe ich schon gebohrt. Und natürlich geht ja zu, so ein Akkuschrauber hat natürlich dann Vorteile, weil man da ja doch den Drehmoment dann ganz gut hier einschalten kann, dass man die Schrauben nicht überdreht beim Eindrehen. Geht natürlich dann sehr flott alles. Schön in einer Richtung zu drehen, damit es auch vernünftig aussieht. Und müssen natürlich hier unbedingt auch natürlich Schlitzschrauben sein. Alles andere würde ja hier nicht zum Objekt passen. Die Schlüssellochbeschläge bestehen aus Zinkblech und die muss ich unbedingt vor dem Laugen entfernen, denn die vertragen keine Lauge. Da sind mir dann leider oben ganz viele Spitzen abgebrochen, 4 oder 5 Stück. Die muss ich jetzt wieder anlöten. Ist eigentlich kein großes Problem. Lässt sich Zink eigentlich ganz gut löten. Ich habe so einen 100 Watt Lötkolben, also einen ziemlich starken eigentlich jetzt hier für das dünne Blech. Aber dadurch habe ich es relativ schnell heiß und kann dann mit Zinklot die Stellen löten. Man muss halt immer nur aufpassen, dass man dann das Ganze, wenn man es eingelötet hat, nicht bewegt oder beziehungsweise bläst, damit es kalt wird und dann nicht wieder auseinander geht. Aber es hat eigentlich doch recht gut hingehauen. Wie ich Messingschilder säubere, habe ich ja schon mal an einer anderen Stelle gezeigt. Hier geht es ja jetzt um Zinkblech. Und zwar, ja, ist es jetzt oxidiert oder vielleicht ist es auch vernickelt gewesen. Auf jeden Fall doch recht unansehnlich. Man kann natürlich verschieden vorgehen. Jetzt, also ich habe jetzt hier ein Schleifvlies genommen. Man könnte sicherlich auch mit Stahlwolle ausprobieren. Da arbeite ich allerdings nicht so gerne mit. Ja, habe hier einfach so eine Paste, eine Chrompaste, eine ältere Tube, die ich hatte, genommen. Da gibt es auch andere Metallputzpasten. Das war hier auf jeden Fall die richtige Art, diese Beschläge wieder aufzuhellen. Man will ja auch möglichst wenig jetzt Kratzer verursachen. Also immer möglichst mit einem feinen Schleifvlies oder feiner Stahlwolle das Abschleifen.
nicht so auf die grobe Art, wie ich das jetzt hier bei den Metallbeschlägen gemacht habe. Die habe ich jetzt wirklich an der Bohrmaschine mit einer Drahtbürste sauber bekommen. Da ist ja eigentlich auch nur so Flugrost drauf und habe sie dann nachher mit Leinöl geölt. Weitere Arbeiten liegen an. Hier ist eine Seite vom Unterteil, da haben sich zwei Fugen gebildet. Warum? Schaut nochmal innen rein. Typisch eine Leiste, die einen Regalboden normalerweise hält, ist hier quer aufgenagelt und sperrt dann sozusagen das Schwinden des Seitenholzes und es drückt vorne gegen die Lisene an. Dann kann das Holz einfach nur hier einen Spalt bilden, also Leiste ab und dann konnte ich es wieder zusammenleimen. Auch gab es an den Türen bei den Aufdoppelungen hier auf den Füllungen viele Fugen, die musste ich auch ausspähen. So, der Bandschrank ist fertig, allerdings mal wieder viel Zeit, 80 Stunden, also da ist schon was zusammengekommen. Er sieht jetzt ja eigentlich auch ganz nett aus, von weitem fällt natürlich auch das nicht so auf mit dem Holzwurmbefall. Wie kommen überhaupt so viele Stunden zustande? Ja, alleine die Beschläge hier jetzt nachher anzubringen bei 6 Türen, auch die Tragegriffe, da war ich schon bei 10 Stunden, weil natürlich Eschenholz sich so verzieht, da mussten selbst die ganzen Zapfenbänder alle wieder neu justiert werden. Auch innen drin mussten ja nochmal 3 Böden neu angebracht werden. Die Federn hier zum Beispiel, Schrankfeder, mussten angebracht werden an der richtigen Stelle. Dann gab es hier noch innen drin einige Abstandhalter aus Holz, die fehlten. Also, und allein auch diese ganzen Metallbeschläge zu schleifen, da war ich auch schon bei 5 Stunden. Also da kommt richtig Zeit zusammen. Aber ich würde es tatsächlich wieder machen, weil es ist doch schon was Besonderes, so ein Brandschrank in Eschenholz. Wenn man es jetzt mal genauer anschaut, sieht man auch doch, dass ein starker Befall vorhanden ist. Gerade hier im mittleren Teil sieht man natürlich, wenn man nah rangeht, deutlich hier diesen starken Holzwurmbefall. Also, das mag manchen einfach dann schon zu viel einfach sein. Das kann ich verstehen. Also die eingesetzten Arbeiten hier sieht man natürlich nicht so stark. Und auch hier das Rahmenstück. Und sicherlich wird durchs UV-Licht sich auch der Ton noch angleichen von den ganzen Schleifen, wo es etwas heller ist. Also es ist jetzt ja noch ein bisschen hell-dunkel. Aber allgemein ist natürlich das Eschenholz auch eher unterschiedlich im Ton. So sieht das halt jetzt innen aus. Schrankfeder. Also riechen tut es hier eigentlich angenehm. Aber man sieht natürlich auch die Verfärbungen noch an den Seiten. Eben durch Altöl, sowas hier in der Mitte, ist recht dunkel hier hinten. Zum Schluss noch etwas zur Oberfläche. Nach dem Schleifen mit 120er Papier habe ich dann das Ganze mit Shellack grundiert. Also das ist im Prinzip das, was ich auch für die Porenfüllung nehme. Dann danach mit Bienenwachs behandelt. Gekittet hatte ich hier mit der Schlagstammlösung. Verbraucht habe ich hier, wie man sieht, hier das Fläschchen für den ganzen Kit. Und vom Schellack zum Grundieren von Porenfüllung hier ein Glas und hier, also fast 2 Gläser. Bienenwachs, noch nicht mal ein ganzes Glas.